herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht, ein neuer Videohintergrund. Ich habe mich noch mal ein bisschen umdekoriert. Ich hatte ja immer unten im Wohnzimmer jetzt meinen neuen Videohintergrund hinter dem mit den Aquarien. Aber da habe ich leider nicht genug Ruhe, wenn meine kleine Maus schläft. Deswegen habe ich mich jetzt hier unten den Dachboden zurückverzogen. Und heute geht es mal wieder um ein Unboxing. Und diesmal um ein etwas kritischeres. Denn die liebe Firma Marina hat ein Beta Cube rausgebracht. Und ja, wer es schon gesehen hat, es ist nur so groß wie meine Hand. Und hier sind ganz viele bunte Bildchen mit Betas drauf und ganz tolles Zubehör und tolles Design. Und ja, ich möchte das Ganze mal kritischer betrachten, denn das ist ein Aquarium für Kampffische. Es wird für Kampffische verkauft und es hat nur 2 Liter. Wir wissen ja alle, dass wenn ein Kampffisch krank ist, dass man ihn dann mal in eine SEPA-Box tun kann, dass er da akklimatisiert, dass die Medikamentengabe gezielt funktionieren kann und natürlich auch, dass man den Fisch die ganze Zeit beobachten kann. Es ist hier aber der Fall, dass das für eine dauerhafte Haltung ausgelegt ist. Ich hoffe, der Ton ist in Ordnung, weil jetzt sind meine Hunde hier dazu gekommen und jetzt ist hier gerade auf einmal Durchzug. Ja, das dazu. Und ich habe mir mal die Mühe gegeben und das jetzt schon mal unboxed hier in diesem Karton. Hier in diesem Karton ist nichts weiter drin, außer noch eine kleine Anleitung. Die zeige ich euch gleich. Viele Tüten und dieses Aquarium. Ja, ich habe es jetzt schon mal aufgebaut. Ja, das besteht aus einem Deckel, der offen ist, wohlgemerkt. Aus so einem Betra Nutrifin Water Conditioner für Kampffische. Hier steht drauf, reduziert Stress. Ja, wenn das Tier in diesem Ding hockt und man das Zeug drauf klatscht, dass es die Stress reduziert, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Da ist aber Contains Tropical Almond Leaf Extract, das heißt, es sind Seemandelbaumblätter-Extrakt mit drin. Deswegen denke ich mal, kann man es benutzen. Ich denke mal, das macht dann Schwarzwasser, also Wasser mit Seemandelbaumblättern. So, dann seht ihr das noch. Dann hat man hier an sich das Gefäß. Ein bisschen Kies ist noch drin. Ihr seht, das ist so ein Plastikkies, den habe ich schon reingefüllt. Da kann man hier ein Pflänzchen reinmachen, wohlgemerkt eins. und dann hat man hier noch so eine Art Käfig mit. Ich habe mich für dieses schöne Design, das fand ich eigentlich am schönsten jetzt von den allen. Ja, kann man aber auch ohne nehmen, dann sieht man hier diese schöne Rückwand. Der Sinn und Zweck dieser Sache, ich dachte erst, ich habe auf YouTube andere Videos gesehen von ähnlichen Becken von Marina. Das hier ist aber eine andere Variante. Es gibt eine, da filtert man hinten noch das Wasser. Das kann diese nicht. Aber was ich ganz witzig finde, also das finde ich wirklich interessant. Okay, wie kriege ich das jetzt hier auf? Das hatte ich letztens schon aufgekriegt. Wenn man diese Rückwand hier abnimmt, ja, hat man hier vorgefertigte Löcher, die muss man nur noch durchbohren. Und hier hinten, hier oben, hat man Löcher, die durchgehen. Das heißt, das ganze Konstrukt kann man an die Wand machen, kann dann für den Wasserwechsel das Becken hinausheben einfach, das schwarze Becken an der Wand. Und man hat dann sozusagen dekorativ seinen Kampffisch an der Wand hängen. Kritisch betrachtet ist es totaler Humbug. Kreativ betrachtet ist das irgendwie eine nette Idee, gerade wenn man nur Pflanzen und Schnecken vielleicht da drin hält, also so wie es auch artgerecht sein sollte, kein Betta da drin zu halten. Das habe ich schon meinem Freund gesagt. Er war noch nicht ganz so überzeugt. Ich habe schon gesagt, ja, dann kann da und da und da was hin,
Aber eigentlich ist es totaler Blödsinn. Das Ding kostet um die 10 Euro. Man hat hier einen Haufen Plastik, einen Haufen Müll hergestellt. Und am Ende kann da gar kein Bett da drin leben. Außer man ist jemand, der seine Tiere quälen möchte. Oder sein Tier in dem Falle. Es gibt vielleicht dann auch Leute, die dann drei Betters da drin halten will. Ja, ich bin, wie ihr merkt, so ein bisschen sarkastisch, aber auch ein bisschen traurig darüber, dass sowas in Verkauf geht. Als ich das erhalten habe, habe ich auch zurückschicken wollen. Und ja, die haben mir das Geld einfach nur erstattet. Dann wisst ihr mal, dass sich das gar nicht lohnt für diesen Händler, das zurückzuschicken. Und wisst ihr, wie ich meine? Ich habe euch das Ding mal unten verlinkt, dass ihr sehen könnt, dass es wirklich gibt, ja. Dass ich hier keinen Humbug erzähle und das irgendwoher importiert habe. Das gibt es wirklich in Deutschland zu kaufen. Und es wird von Hagen bzw. Marina vertrieben. Und das ist auch ein deutscher Hersteller. Oder französischer. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Hier steht Französisch drin. Es ist auch nur auf Französisch und auf Niederländisch. Ja. Ja, also ich bin wirklich entsetzt, dass jemand auf die Idee kommt, so etwas zu designen als große Firma und das auch noch zu verkaufen. Also jeder Händler, der sich das in den Laden stellt und da auch noch Kampffische reinverkauft, also der gehört wirklich, ja, also dieses Ding, ich finde es wirklich echt schick, wenn man das jetzt mal hochskaliert auf 30 Liter. Würde ich das echt schick finden. Jetzt nicht mit diesen Plastikkies, aber so als, als Aquarium an sich, weil es echt schick aussieht vom Design her. Und würde es das als Glasvariante geben, ich würde es sofort kaufen, weil ich das schön finde. Es gibt das ja im Prinzip auch, und zwar von der Firma, lasst mich lügen, schreibe ich euch sonst nochmal in die Kommentare. Allerdings haben die das mit der Pumpe nicht so toll gelöst. Das heißt, man hat da diese Pumpe mit dabei. Die ist da so an der Seite mit eingebaut und wenn man die tauscht, dann hat man halt auch nichts gewonnen. Ja, ich mache mich jetzt mal drauf und dran daraus, ein schönes Pflanzenbecken zu machen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ein bisschen kritischer mal betrachtet, was so im Umlauf ist, was es in den Läden zu kaufen gibt. Um euch mal so ein bisschen zu sensibilisieren, dass man für Kampffische wirklich extrem viel Scheiß angeboten bekommt. Und ich finde das überhaupt nicht toll, im Gegenteil. Deswegen kauft euch nicht irgendwelche fancy Becken, weil irgendeine Werbung das suggeriert, dass da ein Kampffisch drin leben darf oder kann oder soll. Kauft euch am besten, wenn ihr wirklich finanziell auch gut wegkommen wollt, einfach ein normales Standardbecken, 40 Liter, 60 Liter, was auch immer, und richtet das für den Kampffisch so gut ein, wie ihr könnt. Ich habe genügend Videos hochgeladen inzwischen, die sind zwar schon ein bisschen älter, da war die Qualität noch nicht so gut, aber ja, man kann sich fortbilden und ich stehe auch immer für Fragen, auch zu Wildbetters inzwischen, auf Facebook und auf meiner Webseite, da ist ein Kontaktformular zur Verfügung. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie sonst auch in die Kommentare, dann mache ich mal nochmal ein Q&A und ich freue mich über ein Abo oder einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss! So, da ist das gute Stück. Steht jetzt auf meinem Schreibtisch und sieht eigentlich ganz nett aus. Also wären das 20 oder 30 Liter, könnte ich mir das gut vorstellen auf dem Schreibtisch, aber leider ist es ja klein. Ich habe mir schon überlegt, die Challenge zu machen, so ein Mikro-Aquarium draus zu machen. Ob das mit 2 Litern noch gilt? Na, schauen wir mal. Ich habe jetzt halt ein paar Pflanzen reingemacht und gucke mal, was da draus wird. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn ihr möchtet.